grüß dich auf adventguide.at. Heute erzähle ich dir eine Geschichte von den Sterntaler. Die Gebrüder Grimm haben das Märchen vor langer Zeit aufgeschrieben. Es war einmal ein kleines Mädel, dem waren Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass kein Zimmer mehr gehabt hat, darin zu wohnen und kein Bett darin zu schlafen. Und eigentlich hat es gar nichts mehr gehabt, außer die Kleider am Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm irgendein mitleidiges Herz geschenkt hat. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ist es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus aufs Feld gegangen. Da ist ihm ein armer Mann begegnet, der hat gesprochen: "Ach, gib mir was zu essen, ich bin so hungrig." Es hat ihm das Stückchen Brot gereicht und gesagt: "Vergötz Gott." Und ist weitergegangen. Da ist ein Kind gekommen, das hat gejammert und gesagt: "Okay, mich friert so am Kopf, schenk mir doch was, was ich mir aufsetzen kann." Da hat sie eine Mütze genommen und ihm gegeben. Und dann ist nur weitergegangen und dann ist wieder ein Kind gekommen und es hat gar kein Hemd angehabt und hat gefroren. Und es hat ihm eins gegeben. Und ein anderes Kind ist gekommen und es hat um die Hosen gebeten und das Kind hat ihm auch die Hosen gegeben. Tja, und schließlich ist es in den Wald gekommen und es war schon dunkel draußen. Und das fromme Mädel hat gedacht: "Ach, es ist so finster, da sieht mich vor eh keiner mehr." Und wie es nur da gestanden ist und gar nichts mehr angehabt hat, da sind lauter Sterne vom Himmel gefallen. Und es waren lauter harte Münzen. Und obwohl es sein Hemd dann vorher weggegeben hat, da hat es dann wieder ein neues angehabt. Und es war vom allerfeinsten Leinen. Und die ganzen Münzen hat es im Hemd gesammelt und es war reich für sein ganzes Leben.